Grüßt euch Leute zu diesem neuen Video. Es ist mal wieder Zeit. Ich bin heute hier am Start mit dem E46 M3 und hier den beiden 330ern in meiner Garage. Warum sind wir heute hier? Der E46 M3 kommt in die Garage. Den schwarzen Clubsport nehme ich mit, weil es geht morgen auf die große Reise. Ich fahre mal ganz kurz am Sonntag nach Frankfurt am Main und wieder zurück und werde wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, einen neuen M-BMW kaufen, ja. Also es wird wieder ein fünftes Fahrzeug geben, es werde doch nichts verkaufen, man kennt es. Und es wird einen neuen M-BMW geben, also ein Youngtimer natürlich, also der E46 M3 hier, der bekommt Gesellschaft. Und zwar, ihr habt das bestimmt am Titel schon gesehen, V8 Gesellschaft. Ich freue mich schon riesig darauf. Und wir werden jetzt das Auto hier klar machen, also rausholen, Batterie anschließen. Gucken, ob alles geht, also einigermaßen. Also ich hatte ja die Scheinwerfer hier getauscht, rechts und links. Na, links noch nicht, hier ist immer noch dieser Riss. Den muss ich noch machen. Den hier habe ich schon neu gemacht. Auch neues Glas. Hat ein neues Glas bekommen. Und sieht man auch so ein bisschen. Hier drüben ist es ein bisschen klarer als hier. Also hier habe ich schon was Neues am Start, weil dieser Riss, das ist halt eigentlich nicht TÜV-fähig. Aber das Auto hat noch TÜV. Ja, und dann werde ich mit dem Auto morgen, ja, was sind das, 1200 Kilometer fahren. Gut. Oh, eine Sache wollte ich noch zeigen, und zwar, ist mir gerade eingefallen, haben wir ja hier bei dem E46 M3 eine neue Ansaugung verbaut. Da habe ich schon aufgemacht. Sehr gut. Ha, und so sieht das aus. Also einmal hier der S54 B32 Motor, also M3 Motor. Und wie ihr sehen könnt, ist hier eine E-Venturi-Ansaugung verbaut. Also hier ein Carbon-Tube. Und hier unten ist, sieht man auch E-Venturi, die Carbon-Finne. Einmal die Luft hier reinführt. Und hier sieht, ja, das kann man jetzt kann man nicht sehen. Also hier wird so eine Art Trichter gebaut. Durch diese ganzen Metallverschalungen geht dann die Luft hier rein. Und ja, angeblich soll das irgendwie 10, 15 PS mehr bringen. Ist mir auch nicht wichtig. Ich bin froh, wenn das Auto die PS hält. Den Luftmassenmesser habe ich auch getauscht gegen einen neuen von Bosch. Auto geht ganz gut nach vorne nach wie vor. Der Klang ist wirklich überragend. Also ich habe 650 Euro für das Ding, für das komplette Set bezahlt bei eBay Kleinanzeigen. Sonst kostet das 1000. Und ich muss sagen, echt, das ist eine absolute Empfehlung für das Geld. Ich weiß genug, die große CSL Airbox, wo dann hier das alles aus Carbon ist und so weiter. Da ist man allerdings mit Kleinteilen und so, ich glaube, bei 4000 Euro oder 3.500 bis 4000 Euro. Da würde ich mir lieber so einen gebrauchten E-Venturi hier holen für ein kleines Geld. Bringt fast dasselbe. Also es ist nicht dasselbe, aber es bringt fast dasselbe. Und dennoch für diesen Preis, also das muss erstmal jemand anders hinkriegen, sowas hinzustellen. Ja, ein Traum der M3. Wenn ich ihn doch mal putzen würde. Ja, Felgen, die neuen Felgen, die ich im Keller habe, immer noch nicht drauf. Ich drehe durch. Ansonsten habe ich bei dem Fahrzeug, hier sieht man es, das Tachoblatt erneuert. Das hatte vorher hier so ein Gelb, so ein Blauschimmer. Das ist jetzt das Originale für 200 Euro. Original und neu. Ja, so wie das sein muss. Ja, ansonsten, ach so, hier das Spiegelglas muss ich hier oben nochmal erneuern, das ist halt ausgelaufen. Sonst sieht es ja eigentlich schon ganz gut aus, neues Fahrwerk hat er bekommen, vermessen wurde er. Neue Querlenker, neue Stabis, also er hat irgendwie alles neu bekommen. Also ist nochmal ordentlich Geld reingegangen seit dem Kauf letztes Jahr. Ich glaube, ich habe insgesamt nochmal 4.000 bis 5.000 Euro in das Auto reingesteckt. Obwohl jetzt noch nicht alles verbaut ist. Gut, der Laguna Seca blaue 330i, hier ist er. Oh Mann, das Auto möchte ich auch mal wieder so gerne fahren. Allerdings, das Auto hat schon seit letztem Jahr keinen TÜV mehr. Hier hinten 21. Der hat einen Platten, oder? Hat der hier einen Platten noch? Geht so. Jetzt habe ich natürlich mein Aufpump-Kit nicht bei, aber ich hätte viermal Bock, mit dem Auto zu fahren. Allerdings mit dem Auto bis Frankfurt am Main ist auch ein bisschen weird. So, das heißt jetzt hier Batterie ran, Auto anmachen, losfahren und dann sehen wir uns entweder gleich nochmal oder morgen früh um 8, wenn ich los. So, Freunde, wir sitzen gerade im carbon-schwarzen Clubsport-Coupé. Das ist der Schlüssel. Ich werde den jetzt mal anlassen. Den hatte ich zuletzt vor knapp einem Jahr, glaube ich, an. Ich habe das Auto seit über 2 Jahren und bin 3000 Kilometer bisher davon. Und dann schauen wir mal, was er sagt. Hier kommen gleich ein paar Fehlermeldungen, das kann ich euch schon mal sagen.
Dann Handbremse raus, wäre total schlau, hoch und krank raus. Und dann gucken wir mal, was passiert hier. Jawohl. Das da drüben ist noch vom Lampentauschen, da kümmere ich mich heute Nachmittag drum. Jawohl, so muss das. Ey, das Ding läuft wie am ersten Tag. Also, ey, das Auto habe ich vor einem Jahr hier abgestellt. Das kannst du nicht, kannst du keiner erzählen. Gar nichts. Das ist, als wenn ich irgendwie jeden Tag damit fahren würde, okay? Das ist einfach krass. Das ist einfach krass. Diese alten Autos sind einfach geil. So. Gucken wir mal kurz den Lichttest. Also ein Standlicht geht nicht, deswegen zeigt er da einen Fehler an. Das ist nichts Wildes. Jawohl. Geht auch alles. Ja, außer dieses Standlicht, das braucht eh kein Mensch. So. Ja, dann tauschen wir Autos aus und weiter geht's. Leute, Carbon-Schwarz in der Sonne. Sagt mir doch, dass das mal ein Genuss ist. Und dennoch mit diesem Clubsport-Paket. Wie geil ist das bitte? Einfach geil. Ich fahre dieses Auto einfach viel zu wenig. Wer es noch nicht kennt, halt die M3 Innenausstattung habe ich komplett nachgerüstet. Mit Birke Hell. Der läuft auch so gut. Mein Gott, ich komme schon wieder ins Schwärmen. Ein Gedicht. Naja. E46 M3 habe ich abgestellt. Hier ist er. Batterie kommt gleich noch ab. Und dann geht's weiter mit der wilden Fahrt. Ja, Freunde, wie ihr unschwer erkennen könnt, sitze ich hier noch neben dem Auto. Und den Plan, den ich hatte, der geht nicht so richtig auf. Also jedenfalls nicht mit dem Auto. Wenn ihr euch hier die Fehlermeldung mal anguckt, also hier. Das hatte ich euch vorhin schon gezeigt. Also, das ist noch vom Einbau. Hier geht das Standlicht nicht. Da zeigt er an Wischwasser, weil es halt leer ist. Und hier zeigt er halt Traktionskontrolle an. Rot zeigt er jetzt. Die Handbremse zeigt er sonst auch gelb an. Das liegt halt daran, weil am Bremskraftverstärker. Ich mache jetzt meinen Motor aus hier. Fehlermeldung habt ihr ja gesehen. Da ein bisschen rumgeklappert gerade. Hölle. Am Bremskraftverstärker gibt es zwei so eine Sensoren, die regeln die ESP-Steuerung und einer davon ist defekt. Das hatte er schon, sage ich mal, die letzten 2 Jahre ab und an und ist dann wieder weggegangen. Scheinbar ist der Fehler jetzt dauerhaft, also das heißt, Bremskraftverstärker muss ausgebaut werden, diese beiden Sensoren müssen getauscht werden. Aber das Kernproblem ist, warum ich mit dem Auto jetzt nicht morgen mal einfach 1300 Kilometer abreißen kann, ist, die Klimaanlage funktioniert nicht. Ich habe keinen Bock, bei irgendwie ja 36 Grad sollen es werden, ohne Klimaanlage rumzufahren durch halb Deutschland oder durch ganz Deutschland. Also ich drücke hier auf den Knopf, nichts passiert. Ich weiß nicht, woran es liegt. Klimaanlage wurde mal getauscht bei BMW für ein paar tausend Euro vor 4 Jahren. Keine Ahnung, warum das jetzt nicht geht. Ich hatte dieses Problem noch nie bei ME46. Ach, einfach geil. Naja, da drüben steht, hinter diesem silbernen Auto hier, steht mein blauer Clubsport und ich warte jetzt gerade auf meinen Kumpel, der das Auto jetzt dann mit in die Werkstatt hier nimmt und mir das hier alles macht und fertig. Und dann fahre ich mit dem Estoril-Blauen morgen. Ansonsten ist der Wagen wirklich ein Traum zu fahren, echt. Also Spur, also ist ja wirklich alles neu gekommen. Hinterachse war komplett runter, Querlenker waren runter, neue Reifen, also es ist alles neu gekommen am Fahrwerk, Stoßdämpfer, Federn. Der Motor, der läuft ein Traum, aber es nervt mich jetzt so ein bisschen, dass hier so ein paar Hiccups sind, wo ich jetzt nicht ganz weiß, wo es herkommt. Okay, die Sensoren gehen hier für die Bremsregelung, die gehen schnell mal kaputt beim E46, auch weil ich das noch nie hatte. Na gut, dann ist er Ende der Woche fertig und dann ist das Tacho-Kombi-Gerät auch wieder ohne Fehler, Leute. Freunde, wir haben es den nächsten Tag. Ich stehe jetzt hier gerade auf der Raststätte und ihr seht es, bin mit dem Estoril blauen Clubsport losgefahren und funktioniert doch alles wunderbar, bloß dass es ein bisschen dreckig ist. Ja, wunderbar. Also das Auto, ey, das ist so zuverlässig. Also seitdem wir das mit dem SMG geklärt haben. Klimaanlage funktioniert, der macht keine Mucken, gar nichts. Ich habe jetzt noch, was haben wir hier noch? 327 Kilometer bis Frankfurt. Das sind noch ungefähr 3 Stunden. Ja, Verkehr geht so.
Und ich melde mich wieder, wenn ich da bin und mir den M5 ansehe. Heute ist hier dieser wunderbare E39 M5 mit dem S62 B50 Motor. Hier kann man schon sehen, also das Auto ist Avus Blau mit den standardmäßigen 18 Zoll Felgen, neu lackiert in Anthrazit. Ja, ich habe mir das Auto gerade angeguckt, ist wirklich in einem wunderbaren Zustand, gefällt mir sehr gut. Hat noch so, natürlich wie alle Autos so bei mir, so ein paar Kleinigkeiten zu machen, dass da irgendwie was gerissen ist. Nichts Dickes, am Motorlauf hat man gerade auch gehört, dass der ein bisschen tickert auf der linken Seite, das ist dann ein Job für Markus. Also nichts Spektakuläres, schauen wir mal, also die Brücke muss dann runter und keine Ahnung, ob es dann in Steuerzeiten liegt, Ventildeckel runter. Ich denke, es liegt an Steuerzeiten, also der Motor wurde neu gemacht. Es wurde eine, ja, so eine mittlere Revision dran gemacht, so habe ich das verstanden. Und der ein oder andere von euch weiß bestimmt, was das kostet. Ja, hat sehr wenig Rost, hat so ein paar kleine Stellen. Nur die Tür auf. Hat er hier zum Beispiel so eine kleine Roststelle, aber nichts Wildes sonst. Leder Piccolo Innenausstattung mit Naviprof groß. Sitzheizung, halt 6-Gang-Handschaltgetriebe. Titan Innenleisten. Und das ist ein Vor-Facelift-Modell, das auf Facelift umgebaut wurde. Ja, die Scheiben hinten auch getönt ab Werk, also kein irgendwie Fuschfolie rangeklebt. Hier Tankdecke können wir uns ja mal angucken. Hat auch keinen Rost. Und das Auto hat ein bisschen über 200.000 gelaufen, kommt eigentlich aus der Schweiz, so wie Markus sein M3. Ja, die Felgen wirklich, die sehen richtig gut aus. Also wurden richtig gut lackiert. Hier hinten, komischerweise ist das Emblem weg, wahrscheinlich kümmere ich mich darum noch. Ja, hier hinten haben wir uns gerade angeguckt, ob der einen Unfall hatte oder so. Nee, hatte er nicht. Also die Bleche hier hinter den Abdeckungen sind alle gerade. Also, ja, leider kein DSP-Soundsystem, hat leider auch kein PDC. Aber ich sag mal, so kann man wirklich mit leben bei dem Auto. Eventuell würde ich PDC oder so nochmal nachrüsten, ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Ja. Hochglanz Shadowline hier außen, bisschen fettig und natürlich auch hier die belederten Türtafeln, Lederpaket 1 müsste das sein. Es gibt dann nochmal hier oben beledert und hier unten beledert, hat er nicht, ist mir allerdings egal. Ja, und so sieht es aus, Vor-Facelift Tacho und hier dieser Innenspiegel, das ist noch nicht der ovale, den gab es erst beim Facelift und das ist wie gesagt ein Vor-Facelift, das umgebaut wurde auf Facelift. Der Preis ist recht angenehm für das Auto. Will ich auch kein Geheimnis groß draus machen. Also kann ich sehr gut mit leben. Und deswegen wird das mein neues M-Fahrzeug. Also kommt dazu, wird jetzt mein fünftes Fahrzeug. Hier auch die belederte Mittelkonsole, typisch M5. Ja, 400 PS, Newtonmeter, weiß ich gar nicht, 500 Newtonmeter oder sowas müsste er haben. Ja, und das Auto wird dann werde ich heute kaufen. Das Auto wird abgeholt und dann kommt es bei Markus auf den Hof. Ich weiß noch gar nicht, ich freue mich so richtig eigentlich. Das Auto ist in einem viel besseren Zustand, als es auf den Bildern zu sehen war. Ich sag mal, man muss ein paar kleine Handgriffe dran machen. Hier zum Beispiel diese Innenleiste. Mein Gott, dass das jetzt hier abgerissen ist. Das hat irgendwie jeder E39. Ja, Leder vielleicht mal so ein bisschen aufbereiten, hier das Lenkrad neu beziehen vielleicht, das weiß ich noch nicht, ob ich das so lasse. Es hat alles dieses Nappa-Leder mit Straußenleder-Imitat auf der Sitzfläche,
neuer Schaltknopf zum Beispiel, neuer Navi, Prof, Monitor. Hat ein Glasschiebedach, was ich sehr mag. Ich mag die Stahlschiebedächer nicht so sehr. Er hat, wie gesagt, diese Titan-Innenleisten. Doch, das müsste Titan sein. Das ist ja auch aus dem M5. Das gab es nur im M5. Gab es mal hinterhergeschmissen. Inzwischen gibt es die gar nicht mehr. Ja, hier hat er noch so ein, dass das hier halt gerissen ist. Hier vorne hat er mal einen leichten Bums gehabt. Das wurde allerdings gerichtet. Man sieht, dass hier auch die Schrauben mal offen waren. Ich habe mir das aber angeguckt. Also das ist hier wirklich alles noch gerade. Also so schlimm kann es nicht gewesen sein. Und die Spaltmaße passen auch alle hundertprozentig. Zu meiner Verwunderung, keine Ahnung, wie sie das hingekriegt haben. Das ist sonst eigentlich so, dass man das nicht mehr hinkriegt. Aber hier passt es alles. Facelift-Scheinwerfer wurden nachgerüstet. Die Scheinwerferhalter sind auch intakt, also hier wackelt nichts hin und her. Also keine neuen Scheinwerfer für 1000 Euro, das ist schon mal top. Der hat auch so gut wie keine Steinschläge, weil der fast nur in der Schweiz gelaufen ist und hier in Deutschland nicht damit großartig gerast wurde. Man sieht es auch hier, dass hier nirgendwo Steinschläge sind oder nur ganz kleine maximal. Ein Träumchen, ja, da vorne fehlt der Blinker, mein Gott. Also das Auto ist in einem sehr guten Zustand. Ja, das macht mich fertig mit dieser Leiste. Ich habe auch schon alles durchprobiert zur Zeitung und so weiter. Das funktioniert alles. Durchladefunktion hat er nicht. Er hat diese Skisack-Funktion. Da hast du halt einen Vorteil, dass das Ding nicht so rappelt innen drin. Sitze sind auch das Napa in einem sehr guten Zustand. Ey. Lieber Schwan. Was soll ich sonst noch sagen? Vier Rohr-Auspuffanlage. Hämmert ganz schön rein. Also gerade als er rausgefahren ist, mein lieber Schwan, ey. Oder wenn ich mal Gas gebe, das ist schon was anderes als ein rein Sechszylinder. Ja, 5 Liter V8 ist ja der größte V8, den BMW jemals gebaut hat als Sauger. Und das merkt man auch. Also das ist ein richtiges Monster. Ja, wie gesagt, Auto werde ich jetzt kaufen, Kaufvertrag fertig machen. Dann wird das irgendwann nächsten Wochen zum Markus geschafft. Da steht mein Clubsport. Ich bin heute von Berlin nach Frankfurt am Main gefahren. Da steht er jetzt hier nämlich und fahre nachher wieder nach Berlin zurück. Alter, das ist ein Ritt. Ja, das sind 6-7 Stunden. Gut, es hat sich aber gelohnt, muss ich sagen. Hat sich wirklich gelohnt. Und echt, das Auto ist top. Ich freue mich mega darüber. Ja, genau. Er hat noch eine H&R-Tieferlegung. Die ist zu tief gekommen, hat der Besitzer mir auch gerade gesagt. Der hat sich zu sehr gesetzt. Ist mir auf den Fotos auch schon aufgefallen. Also das Auto stand niemals offiziell zum Verkauf. Das stand auch niemals irgendwie im Internet oder so. Das ist ja so eine Geschichte, die jetzt hier über drei Ecken gelaufen ist. Machst du noch einen? Alter Schwede. Was ich sagen wollte, der Auspuff ist nicht sehr. Ja, Freunde, wir sind hier gerade in Österreich. Und wie ihr vor mir sehen könnt, gibt es hier ein richtig schönes Unwetter gerade. Also von 40 Grad Sonne in Deutschland hier schön in die Traufe. Oder in den Regen, besser gesagt. In 10 Kilometern fahre ich ab Richtung Brenner. Da bin ich mal gespannt, was mich da erwartet. Okay, you can? Yeah. Starting the car? With the power button and...